Oh ja, natürlich mit Sonnenbrille, du. Ja, das wäre ganz schön. Das wäre ganz schön dämlich, wenn du jetzt deine Sonnenbrille nicht dabei hättest, nicht? Ich bin nicht hektisch, ich bin mehr praktisch. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Die erste Folge von den 5 besten Soundcheck-Liedern kamen wir euch extrem gut an. Hätte ich nicht gedacht, dachte so, jetzt wäre so ein Video von wegen, ja, werden sich so ein paar angucken. Das ging echt für meine Verhältnisse echt durch die Decke. Also, hätte ich nicht gedacht. Und es kam auch viel geiles Feedback. Deswegen für euch heute die Folge Nummer 2 mit weiteren 5 sehr guten Soundcheck-Songs. Und heute mit dem Gast. Ich bin sogar bei dir. Da. Wir sind sogar hier in Güstrow auf dem Gelände der Fachhochschule. Wir sind nicht mal in Berlin, das ist sehr selten. Mal ein kleiner Auswärtsbesuch. Gut. Genau. Gleich vorab, wir entschuldigen uns, ab und zu könnte mal ein Windlüftchen im Ton sein. Aber zwischendurch ist es halt mega windig und die Funken schaffen das auch nicht. Und dementsprechend müsst ihr damit leben, aber ich glaube, es geht trotzdem ganz gut. Ihr verkraftet das schon. Den ersten Song, den wir euch vorstellen wollen, ist Waltz von Kings of Leon. Der Song eignet sich sehr gut zum Probehören, weil das Stück insgesamt sehr aufgeräumt wirkt. Es ist nicht so zugemüllt, es sind recht wenig Instrumente. Und die Stimme ist dadurch geprägt, dass sie quasi hier im Gesicht schon sitzt. Und auch die Gitarrenklänge sind sehr sauber gespielt. Das heißt, man kann auch auf die einzelnen Instrumente dann achten und kann die einzelnen Frequenzbereiche für sich selber abhören. Song Nummer 2 ist ein Song, den merke ich mittlerweile schon ziemlich auf den Sack, muss ich gestehen. Einfach, weil ihn jeder verwendet. Aber es ist ein Evergreen der Linie, und zwar No Sanctuary hier von Chris Jones. In den Tiefen spielt sich eine ganze Menge ab, kann man fast sagen. Und der Song ist allgemein von der Stimme her überhaupt nicht Christy, aber im Hintergrund kommen noch so ein paar Percussion zum Vorschein, die ganz oben, also über 10 Kilo, immer noch eine ganze Menge anrichten, kann man fast sagen. Im Grunde ist der Song, wie eigentlich alle Songs von Chris Jones, extrem gut gemastert, kann man sich auf jeden Fall geben. Und wer ihn nicht kennt, sollte ihn kennenlernen, denn ja, der Grund ist, glaube ich, naheliegend. Jeder verwendet ihn einfach verdammt gut. Kommen wir zu Song Nummer 3 von MR6, Wunderbare Jahre. Es ist deutscher Poprock und deswegen auch sehr mittenbetont. Das heißt, die Gitarren, die auch etwas schneller sind, hauen ordentlich rein. Stimme sehr klar, also auch wieder gut abzuhören. Wie ähnlich wie bei von Kings of Leon Waltz. Aber es macht halt einfach Spaß zuzuhören. Song Nummer 4. In der ersten Folge habe ich schon mal von Toto gesprochen. Was soll ich sagen? Die haben es mir ein bisschen angetan, kann man fast sagen. Und zwar geht es diesmal um den Song I Remember. Höre ich schon seit Jahren auf großen PAs. Macht extrem Spaß, weil man einfach das Gefühl hat, dass man, wenn man eine große PA hat, dass die Toms wirklich in der Brust sitzen. In den Tiefen spielt sich eine ganze Menge ab, in den Mitten ebenfalls. Ist nicht ganz so höhenbetont, aber es macht einfach extrem Spaß zu hören und es ist sehr, sehr definiert. Dafür, dass auf dem Schlagzeug eine ganze Menge passiert, ist es trotzdem extrem definiert und nicht so ein Brei, kann man fast sagen. Also auf jeden Fall eine Empfehlung, I Remember auf jeden Fall mal anhören. Kommen wir nun zum letzten Song für diese Folge, den wir euch vorstellen wollen, und zwar von Cap Mo, I'm a Hero. Manchmal braucht man das zum Beispiel auf Kongressen, so wie Nico auch schon in Folge 1 gesagt hat, dass man sich einen eher ruhigen Song zu Gemüte führt, beziehungsweise diesen nutzt, um die PA mal zu testen. Der Song eignet sich vor allen Dingen sehr gut, weil er sehr ruhig ist. Wir haben einen sehr dominanten Bass, das heißt auch, die Tiefen werden gut abgedeckt. Wir haben aber auch dazu eine wunderschöne Stimme und auch sehr helle Gitarren. Und deswegen ist der Song sehr geeignet. Ja. Alex muss jetzt helfen, der muss jetzt den Diffuser halten. Ihr müsst wissen, wir haben hier einen Diffuser, eigentlich für Licht gedacht, aber heute dient er als weiteren Windschutz oder als Windblocker für das Mikro. Irgendein Idiot muss sich hier mal hinstellen und das Ding halten. Hallo Alex. Das ist unser Alex, das ist unser Helferbienchen, was jetzt gleich... Moin Leute. Das war schon die zweite Folge von den 5 besten Soundcheck-Tracks. Chrissy, danke, dass du hier warst. War cool, dass du auch ein bisschen was beigetragen hast. Immer wieder gerne. Das ist wunderschön. Ihr wisst Bescheid, wie in der Folge 1. Ihr findet alle Songs nochmal unten in der Videobeschreibung, sofern es sie auf YouTube geben sollte. Aber bitte denkt daran, bei YouTube ist das wirklich nur als Orientierung. Ladet euch nicht von da runter. YouTube kommt hiermit alles kaputt. Und ihr habt garantiert nicht mehr das volle, ja, die volle Bitrate, als wenn ihr es von Spotify bezieht oder von iTunes, bla bla bla. Dementsprechend dann nur anhören, aber wenn wirklich benutzen, dann irgendwo runterziehen, wo es geil ist. So sieht's aus. Alles klar, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Adios. Tschüss. Was war das, die Werke? Das war die, ja. Geil. Eigentlich die Queen. Die Queen. Hm, verstehe. Und zwar No Sanctuary hier von... Scheiße. Kacke, von Chris Jones. Wie gesagt, ich muss ja nicht schneiden. Nö. Nö. Dafür ist der Doofe da. Hallo. Sanctuary. 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 Oh Gott. Sanctuary. Sanctuary.